Hallo und herzlich willkommen in der Wunderkesselküche, eurer Experimenteküche für die besten Rezepte aus dem Wunderkessel-Kanal. Heute habe ich ein etwas raffiniertes Gericht mitgebracht, wenn aber auch nicht wirklich aufwendig. Es gibt Schweinefilet mit Chinakohl und das Ganze nur aus dem Thermomix, also ein One-Pot-Gericht. Schweinefilet im Thermomix, wie das geht, das erkläre ich euch jetzt. Zuerst müssen wir den Chinakohl, und zwar 400 Gramm, in Streifen schneiden. Das Ganze kommt hier in unseren Varoma. Den Einlegeboden setzen wir oben auf, stellen das noch kurz zur Seite, denn unser Schweinefilet müssen wir jetzt noch ein bisschen salzen und pfeffern. Ja, Schnittlauch wäre auch schön, aber etwas salzen. Und dieses gesalzene und gepfefferte Schweinefilet, das kommt jetzt in unseren Bratschlauch. Ich bin ganz ehrlich, bevor ich hier angefangen habe, für den Wunderkessel Rezepte auszuprobieren, habe ich noch nie einen Bratschlauch verwendet. Und mittlerweile haben wir das schon ein paar Mal gemacht für diverse Dinge. Heute für unser Schweinefilet und ich bin sehr gespannt, weil ich halt echt auch keine Ahnung habe, wie das wird, wie das nachher aussieht, weil ich würde das eher so im Ofen machen vielleicht oder kurz anbraten, aber wenn wir ein One-Pot-Gericht im Thermomix machen, dann muss das eben oben in den Varoma und dazu halt der Bratschlauch. Das Ganze kommt in unseren Einlegeboden. Deckel oben drauf und dann kommt der nächste Arbeitsschritt. In unseren Mixtopf kommen jetzt zwei Knoblauchzehen. Die verkleinern wir Stufe 5 für 5 Sekunden. Dann kommen Zwiebeln dazu und zwar 3 Stück. Die werden grob gehackt, also 4 Sekunden auf Stufe 4. Das Ganze schieben wir mit dem Spatel nach unten. Ich habe jetzt nicht den Original Thermomix Spatel, sondern diesen hier. Den könnt ihr bei uns im Online-Shop bestellen. Der ist eigentlich sehr praktisch. Habe ich ja schon mal gesagt, wir haben ja schon mal einen Vergleich gemacht zwischen verschiedenen Spateln. Also das ist so mit Abstand der universellste. Ja. Ist auch nicht besonders teuer, aber sehr langlebig und sehr praktisch. Ein Esslöffel Petersilie kommt jetzt hinzu. Und Olivenöl, 10 Gramm. Ach, das ist so eine kleine Tülle, das dauert immer ewig, bis da alles aus ist. So. 10 Gramm Olivenöl und jetzt wird das Ganze 120 Grad, 6 Minuten in der Sanftrührstufe gedünstet. So, unsere Zwiebeln, Knoblauch, Petersilie ist jetzt 6 Minuten gedünstet, denn das ist die Grundlage für ein Senfgemüse, was es jetzt zu unserem Chinakohl noch dazu gibt. Und der Rest sieht wie folgt aus. Ich habe hier Paprika und zwar ist das eingelegte Paprika mit diesen, die über Flammen geröstet wurden. Die gibt es im Glas zu kaufen, das gibt ein sehr, sehr schönes Aroma. Das sind 60 Gramm. Dann haben wir 200 Gramm Champignons, die habe ich geviertelt. Die kommen ebenfalls in den Kessel. Dann ein Teelöffel Gemüsebrühe. Ihr könnt natürlich auch Suppengrundstock nehmen. Den kann man selber machen, das ist sehr, sehr einfach. Ich zeige euch das in einem unserer Videos auch, wie das geht. Dann kommt ein Teelöffel Thymian dazu. So. Ein Teelöffel Salz. Ein bisschen Pfeffer und 200 Gramm Wasser. Ja, ich glaube, das ist ein bisschen mehr als 200 Gramm. Ich wiege da mal lieber ab, sonst wird es nachher zu flüssig. So, der Deckel kommt drauf. Varoma mit dem
Schweinefilet und dem Chinakohl kommt oben drauf. Das Ganze wird jetzt 20 Minuten auf Varoma-Stufe, Linkslauf, Sanftrührstufe gedünstet. Auf geht's. So, es sind jetzt noch etwa 2 Minuten, aber was wir jetzt tun ist, wir holen unseren Varoma-Einlegeboden mit dem Filet im Bratschlauch heraus, setzen den Deckel nochmal drauf und braten jetzt das Filet in einer Pfanne, die ich hier gerade heiß werden lasse, von beiden Seiten schön scharf an. So, Achtung. Mal schön rundum anbraten, dass es goldbraun wird. So, und wir machen jetzt noch, jetzt gibt's Chaos hier, 145 Gramm Frischkäse und 45 Gramm Dijon-Senf zu unserem Gemüse dazu. Das Ganze wird jetzt nochmal 2 Minuten in der Sanftrührstufe miteinander verteilt. Ja. So, schauen wir mal, wie das aussieht. Ja, kann man auf der Seite noch ein bisschen, das passt. Ich habe jetzt gerade die Soße noch ein bisschen schneller vermischen lassen, weil ich glaube, Sanftrührstufe ist zu wenig. Aber unser Filet ist eigentlich soweit jetzt von allen Seiten schön braun. Ich halte das jetzt noch so auf die eine Seite ein bisschen, dass er mal auf der einen Hälfte liegt, auf der anderen nicht. Das sieht alles jetzt etwas chaotisch aus. Ist es bei mir zu Hause aber auch, ist aber völlig egal, weil am Ende muss es passen. Und was in der Küche passiert, bleibt in der Küche. So, das sieht doch schön aus hier. Das sieht doch echt schön aus. Ja, das spritzt aber halt alles immer so, ja. Und jetzt kann ich hier nicht drauf arbeiten, müsste eigentlich auf der anderen Seite arbeiten. Irgendwas ist immer, ja. Wisst ihr was, ich richte jetzt den Teller hier an, ja, weil auf der Seite kann ich jetzt nicht arbeiten, da ist alles voll fett und heiß und deswegen richte ich den jetzt hier an und dann sehen wir uns gleich wieder. So, Chaos kochen mit Kai in der Küche ist jetzt mal zumindest das gröbste Durcheinander ist weg und ich habe mir das jetzt hier entsprechend angerichtet. Das Fleisch ist gerade so durch. Ja? Ich glaube, wenn man ein dickeres Filet hat, dann könnte das vielleicht noch 2-3 Minuten länger im Varoma bleiben. Ja? Aber ihr seht, das ist jetzt schon noch, also es ist nicht mehr rosa innen, aber es ist halt wirklich à point, ja? Also genau gerade so durch. Ja? Die Frage ist aber jetzt, wie ist es geworden? Im Bratschlauch und dann kurz anbraten, habe ich so noch nie gemacht. Fehlt vielleicht noch ein bisschen Pfeffer. Wirklich nur eine Nuance. Ein klein bisschen Salz. Schauen wir nochmal erst das Fleisch. Also es ist butterzart. Ja. Total gut. Ist wirklich sehr, sehr zart. Und den Chinakohl mit diesem Senf, mit dieser Senfgemüsesoße. Das ist der Hammer. Also ich liebe ja Senf. Ja. Und das ist total klasse. Mit dem Chinakohl dazu, das ist unglaublich saftig. Das ist wirklich. Es passt genau zusammen. Die perfekte Liaison aus Chinakohl und Schweinemedaillon. Absolut großartig. Also das empfehle ich euch wirklich. Ja. Ein One-Pot-Gericht, bisschen Vorbereitung, klein bisschen Chaos, wenn man so eingeengt arbeitet, wie ich das hier muss. Aber ansonsten echt nicht viel Arbeit, unglaublich delikat, wahrscheinlich das perfekte Sonntagsessen. Das solltet ihr auf jeden Fall mal ausprobieren. Ich hoffe, es wird euch genauso schmecken, wie es mir jetzt gleich schmecken wird. Ich esse das jetzt ganz alleine und direkt auf, sobald ich
hier die Kamera ausgeschaltet habe. Vorher sage ich aber noch Tschüss und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und vielleicht auch ab und zu mal in unser Forum zu schauen, denn da gibt es die besten Rezepte für den Thermomix. Alles Gute bis dahin, guten Appetit!